Wenn ich jetzt mit diesem Werkzeug, diesem Rahmentextwerkzeug, eine Box aufziehe, es kann auch sein, dass ich die dann verknüpfe, aber ich mache es mal bewusst nur mit einer Box. Kann ich unter Text gehen und dann sagen, Fülltext einfügen. Jetzt kommt der Fülltext, den ich mir eingerichtet habe, und zwar unter Affinity Publisher in den Einstellungen habe ich mir beim Fülltext gesagt, ich möchte diesen deutschen Text. Schließ das mal so, sonst muss ich einen Neustart machen. Und jetzt funktioniert der anders, vor allem wenn Sie sich vom InDesign her gewohnt sind. Wenn ich mir die Box jetzt aufziehe, passt sich mein Fülltext automatisch an. Gehen wir auf den schwarzen Pfeil, dann geht es auch. Ja, dann kann man das so anpassen. Ich habe nie Übersatz. Und wenn ich die Box größer mache, zieht es mir die einfach auf. Auch wenn ich jetzt eine neue Box mache und wieder eine neue Box mache, passt sich mir der Fülltext immer meinen Boxen an. Das kann ein Vorteil sein, aber auch ein Nachteil. Man muss es einfach wissen. Im InDesign würde es nicht anpassen. Hier in Affinity Designer passt sich das meinen Boxen an. Und es ist wichtig, dass Sie das wissen. Natürlich kann ich dem auch wieder eine andere Größe geben. Nehmen wir mal eine 10-Punkt. Auch dann passt sich der Text automatisch an.